Hallihallo, Hallöchen. Ich habe mal die Kamera gefixt. Und es sieht alles wunderprächtig aus jetzt hier. Und wir sind hier immer noch in Eden und auf dem Weg zum Baum des Lebens. Und das sieht nach einer gewaltigen Arena aus hier. Und es sieht stark aus, muss ich ja schon sagen. Sieht gut aus hier, es gefällt mir. Krass, aber es ist keine Arena hier. Was ist das denn? Da konnten wir irgendwas finden. Auch auf dieser Karte können wir natürlich irgendwo wieder den Vorratssucher finden. Und den möchte ich natürlich auch liebend gerne finden. So, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Eine Truhe, ein Zornkernfragment. Na, das ist doch hervorragend. Das hatte ich jetzt nicht erwartet und nicht kommen gesehen. Boah, vielleicht ist auf dieser Karte doch unglaublich viel mehr versteckt, als man das erwarten mag. Boah, einfach meine Nase hier, ey. Vielleicht müssen wir doch mal ganz ordentlich hier rumgucken. Jetzt sind hier auch noch irgendwie... Warte mal, wie viele Teile von dieser Abgrundrüstung haben wir eigentlich? 4 von 10. Stand da gerade in der Mitte rechts. Das ist natürlich auch schon ein bisschen was, aber geht bestimmt noch mehr. Weil die macht mit Sicherheit auch nochmal einen deutlichen Unterschied. Bei allem. Na gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein und gehen mal geradeaus weiter. Ich bin so gespannt. Ich kann mich hier gar nicht mehr dran erinnern. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Ein Sturm kommt auf, Uriel. Schon bald brauche ich dich an meiner Seite. Ich würde dir in die Hölle folgen, mein Fürst. Sie wussten es. Woher? Erstens kommt es anders. So lautet doch ein Sprichwort der Menschen. Du? Was das? Du hast doch den Plan geschmiedet, uns in diese Welt zu rufen. Ich habe aus deiner Initiative nur einen Vorteil gezogen. Nein. Ich betrachte dies als Opfergabe, Abaddon. Und du, mein loyaler Diener, schließe dich mir an, damit wir das Geheimnis des Zerstörers lüften können. Nein. Sobald der Thron erfährt, was du getan hast, wirst du verstoßen und in Ketten vor den Rat gezerrt werden. Du bist bereits verdammt, also lasse ich dir die Wahl. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Jetzt kehre zu Azrael zurück. Überzeuge ihn, uns zu helfen. Dann werden wir gemeinsam das Antlitz des Universums verändern. Abaddon muss bestraft werden. Er beugt das Gesetz nach seinem Willen. Er lacht dem Rat ins Gesicht. Welchen Beweis haben wir? Die Siegel sind intakt. Kein Zweifel, dass der Engel Hilfe hatte. Aber von wem? Bis wir das wissen, müssen wir warten. Seine Taten führen zu offenem Widerstand. Der Rat wird schwächer. Wie lange noch, bis wir gestürzt werden? Wir können Abaddon nicht aufhalten, aber andere könnten das vielleicht, wenn sie nur einen Grund hätten. Wir dürfen die 4 nicht entsenden. Ohne Beweis keine Gerechtigkeit, nur Mord. Sie werden keinen Grund finden für dieses Attentat. Wir werden jemanden schicken, für den Rache Grund genug ist. Die Klinge ist zerschlagen. Ich bewache das 7. Siegel. Diese Welt gehört uns. Der Himmel gehört uns.
du hättest wissen sollen, dass es kein Zurück gibt. Was? Warte mal, das Schwert habe ich doch schon mal gesehen. Kehren Sie zu Azrael zurück. Okay, das war natürlich jetzt eine krasse Vision. Das war echt eine krasse Vision. Und da ich mich noch an ein paar Fetzen aus dem Ende erinnern kann, ergibt das auch tatsächlich ein bisschen Sinn. Es ist aber sonst ein bisschen echt verwirrend, glaube ich. Abaddon ist also jetzt ein Drache oder der Fürst der Hölle oder der Herrscher der Hölle geworden. Aber wer war denn die Frau, die ihm da die Macht dazu gegeben hat. Hier ist noch viel, viel mehr im Argen. Und? Abaddon ist der Zerstörer. Der Erzengel? Er wurde betrogen. Er ist nur eine Randfigur in einem größeren Spiel. Du musst ihm Frieden bringen. Frieden? Abaddon ist der Zerstörer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Frieden damit vom Tisch ist. Hast du in den Visionen Hinweise gefunden, einen Weg, ihn aufzuhalten? Da war ein Schwert. Eines, das die Siegel brach. Die Armageddon-Klinge. Aber nachdem die Siegel gebrochen wurden, befahl Abaddon ihre Zerstörung. Und zwar auf dem Amboss ihrer Schöpfung. Reiter, ich fürchte, dass die Klinge jetzt für uns verloren ist. Sie wird neu erschaffen werden. Was hast du noch gesehen? Abaddon bewacht das siebte Siegel. Er plant mit anderen, das Weiße Tor zu stürmen. Uriel wird die Höllenwache gegen ihn anführen und scheitern. Was hast du noch gesehen? Sonst habe ich nichts gesehen. Ich öffne ein Tor, das uns zurückbringt. Sobald es wieder geschlossen ist, werden der Garten und seine Geheimnisse für immer verloren sein. Ich beginne damit, sobald du bereit bist. Alles klar, das bedeutet auf jeden Fall für uns, dass wir jetzt hier alles absuchen müssen vorher, weil hier kommen wir nicht wieder hin. Also gut, die Zorntruhen hier, dann nehmen wir die Truhe nochmal mit hier und die Truhe nochmal mit. Und hier werden wir nicht wieder hinkommen, also kann... Ja, dann wird hier auch nichts irgendwie existenziell Wichtiges sein. Ich glaube, ich mache nochmal die Karte auf. Ich glaube... Was ist das da hinten rechts für ein Gang? Den will ich mir nochmal angucken. Aber ich glaube, ansonsten haben wir hier wirklich schon akribisch alles abgesucht. Und ich glaube, wir haben hier auch alles gefunden. Bloß nicht zu dicht an dem Portal entlang gehen. Mal gucken, war das oben weiter oder? Ne, das war hier unten schon. Ich glaube, wir haben hier alles gefunden. Es waren die beiden Truhen hier vorne und dann da vorne noch die... jetzt das Zornfragment. Ich glaube, mehr ist hier nicht. Mehr können wir hier nicht finden. Aber ich will sicher gehen, wenn der Garten dann für uns für immer verloren sein wird. Und hier ist doch was hinter einem Wasserfall. Hier ist doch etwas hinter einem Wasserfall! Es war so klar. Ein Teil der Abgrundrüstung. Jawoll.
Gut, dass wir doch nochmal geguckt haben. Ich hatte tatsächlich eigentlich gedacht, wenn dieser Ort hier nie wieder für einen zu erreichen ist, dass hier sowas Wichtiges oder so ein doch einflussreiches Stück nicht versteckt sein würde. Aber doch ist es. Jetzt bin ich mir aber doch ziemlich sicher, dass wir alles hier gefunden haben. Ich glaube, mehr brauchen wir hier nicht zu erwarten. Auf dieser kleinen... diesem kleinen Paradies hier. Die Musik ist auch echt schön. Die Musik ist auch echt schön hier. Aber ich glaube, dann haben wir alles hier gefunden. Und wir können durch Azraels Portal den Garten Eden verlassen. So, dann lass uns mal gehen. Oh, wieder Schlangenpfade. Aber dieses Mal die von Azrael. So. Er teleportiert sich hier durch die Gegend so ein bisschen. Oh, die sind so toll gemacht, ey. Ich finde die so toll, die Schlangenpfade. Die sind so schön gemacht einfach. Großartig. So, und dann sind wir jetzt hier am Ende. Und ich bin gespannt, wo wir rauskommen. Wie das Ganze jetzt weitergeht. Suche Ultan. Er wird dir helfen. Er muss dir helfen. Abaddon wird die Überreste des Schwerts verstreut haben. Sie versteckt haben, wo niemand, der im Licht wandelt, sie finden kann. Das Schattenreich. Ja. Benutze die Maske der Schatten, sammle die Bruchstücke der Klinge und dann bringe sie zur Schmiede des schwarzen Hammers. Komme zu mir, wenn dies getan ist. Vielleicht kann ich dir ein letztes Mal vor dem Ende dienen. Azrael, du hättest mich jederzeit meinem Schicksal überlassen können. Tot im Turm, verloren im Garten Eden. Warum hilfst du mir jetzt? Wenn alles vorbei ist, wird der Rat dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit siegt. Ich werde Abaddon töten und alle, die mit ihm Ränke geschmiedet haben. Wir müssen alle für unsere Sünden büßen, Reiter. Wenn die Stunde meines Gerichts kommt, werde ich sie empfangen. Wie auch immer das Urteil lauten wird. Geh, vergeude keine Zeit mehr mit mir. Und sage Ultan, dass er die letzte Hoffnung für einen alten Narren ist. Die Klinge wurde über diese verwüstete Welt verteilt. Finde die Teile und lasse sie durch den schwarzen Hammer neu entstehen. Komme dann wieder. Alles klar, wir müssen jetzt die 7 Bruchstücke der Armageddon-Klinge finden. Hier, so sieht das Ganze wahrscheinlich aus. Hier, so ein Amboss, auf dem dann dieses Teil schwebt. Bruchstück der Armageddon-Klinge. Eines von 7 Bruchstücken der Armageddon-Klinge. Ja, schick. Schick, schick. Die haben wir auch schon. Hier. Ah, okay. Hier kommen wir dann wieder hoch. So, hier hinten sind wir beim Stygian ja wieder. Alles klar. Dann müssen wir jetzt ja hier... So, warte. Karte gucken. Wir können jetzt hier nicht blind die jetzt rumsuchen. Das muss ja irgendwo gekennzeichnet sein, wo die Stücke sind. Und eines ist noch hier im Ascheland. Alles klar. Eines ist hier noch im Ascheland versteckt. Aber wahrscheinlich auf einem anderen Teil der Karte. Denn ich glaube, an der kleinen Minimap unten wird angezeigt, wenn wir einen Ort finden, wo die nächste, das nächste Stück der Armageddon-Klinge ist. Deswegen laufe ich hier mal den ganzen Weg jetzt ein bisschen zurück, bis wir da angekommen sind, wo das Ende ist. Wo die nächste Karte ist. Oh, wird geladen. Gegnertechnisch dürfte hier jetzt nicht mehr allzu viel sein. Tja, die Maske aus, die wabert mir hier zu viel. Wahrscheinlich können wir auch mit Vulgrim relativ gut durch die Gegend reisen, um die Gegenstände zu finden. Vulgrim könnten wir generell auch mal wieder begegnen. Der kann mal ein bisschen ein paar Sachen uns verhökern.
Da sehe ich auf jeden Fall gerade Bedarf nach coolem neuen Zeugs. So, dann tauchen wir mal kurz durch. Und dann schauen wir mal gleich. Wann kommt denn die nächste Karte überhaupt hin? Ich habe gerade eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein. Oh. Gegner. Oh, Gegner. Die sind neu. Na gut. Nehmen wir unsere schnieke Sense und leveln die auch mal ein bisschen nebenbei, während wir unsere Gegner wegmachen. Da kommt noch einer. Komm her jetzt. Ja, ja. So, Sensi. Aua! Geh du weg jetzt hier. Ich hau dir auf die Mappe. Autsch. Aua. Na gut, jetzt reicht's mir. Dann nehmen wir doch unseren Schwert. Aua. Sag mal. Au. Sag mal, also die Sense ist halt echt schwach, ne? Die ist halt, ich meine, ja, ist ja zu erwarten gewesen. Die haben wir ja komplett vernachlässigt. Ich muss die Kamera auch wieder anmachen. Die Sense haben wir natürlich auch komplett vernachlässigt. Die ganze Zeit jetzt alles ins Schwert gesteckt. Das Schwert ist auf Max-Level. Und, ja, die Sense halt eben nicht. Ist ein bisschen ärgerlich, gebe ich zu. Muss aber. Und die Sense werden wir jetzt auch noch leveln, bis wir uns dann Abaddon, dem Zerstörer, stellen können. Oh, Engel sind jetzt auch hier unterwegs. Aber die verdorbenen Engel alt. So. Okay, zwei. Auf dem Schwert sind wir auf jeden Fall deutlich stärker. Auf dem Pferd sind wir deutlich stärker jetzt. Als, so. Ich meine, ja, unser Schwert ist auch voll aufgelevelt. So, haben wir jetzt hier alles? Ne, hier sind noch zwei. Hallo, ihr Kollegen. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Und ich glaube, hier geht es dann weiter. Ja, ich kann Karte aufmachen. Oh, das ist die Weltkarte. Ja, ich glaube, hier geht es weiter dann. Oder nicht? Wo gehen wir denn jetzt hin? So, das waren die nochmal. 7700 Seelen haben wir auch schon wieder. Alter Schwede, wir haben... Warte mal, kommen wir jetzt hier zurück? Nee, wir kommen jetzt hier doch nicht bei der Spinnenlady an, oder? So, einmal hier kurz durchgeritten. Hä, nee, wir können doch jetzt nicht... Nein, das ist doch falsch. Das, doch, nur bei der war doch dieser lange Weg hier. Mit den, gespeichert. Doch, wir müssen doch jetzt... Aber da kam doch erst noch die Seelenbrücke. Wo reite ich denn hier gerade hin jetzt? Nee, ist offensichtlich richtig. Hier sind diese komischen Türme. Und hier sind wir jetzt auf dem Kartenabschnitt, wo ein Stück der Abgrund der Armageddon-Klinge ist. Hier haben wir noch zwei Ponys. So, komm her. Wir haben noch mehr Ponys hinten. So, Pony Nummer 1. Pony Nummer 2. Jetzt haben wir noch zwei. Und dann 4 jetzt hier. Aua. So, Ruinen dann. Aua, sag mal jetzt, komm mal her hier. Machst du den doch, macht man. Ah, jetzt zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Autsch. So, das ist Nummer 3 und größte Nummer 4. Haben wir gerade getroffen. Da ist er. Ich sehe ihn irgendwie nicht. Vielleicht sollte ich auch mal den anvisieren, dann sehe ich ihn vielleicht auch noch besser. Da hängen wir wieder ein bisschen in eine Seile. So, jetzt aber. So, dann machen wir uns auf den Weg zur Armageddon-Klingen-Fragment.
So. Das ist irgendwie... Okay, das geht hier oben weiter. Ha, da wo wir schon mal waren. Was ja nicht funktioniert hat. Weil wir nicht wussten, wie wir hier weiterkommen. Ne? Das da oben. Das hat uns noch gefehlt beim letzten Mal. Das konnten wir noch nicht. Das haben wir immer noch nicht. Hm. Hä? Also wir müssen jetzt hier irgendwie durchkommen. Da oben ist so ein... Das ist auch so ein Anvisier-Ding fürs Hängen. Warte mal, können wir jetzt hier unten... Sehen wir vielleicht jetzt mit der Schattenmaske... Hier unten irgendwas, was wir vorhin noch nicht sehen? Was wir beim letzten Mal noch nicht... Ja! Ach ja, geil! Da sind Dämonengewächse. Ja, nice. Ach, wir können auch in dieser Schattenmaske... auf ein anderes Ding wechseln. Das ist natürlich sehr cool. Okay. So, dann einmal angezündet. Und explodiert. Und da können wir weitergehen. Ja, nice. Okay, also uns fehlte damals tatsächlich, als wir hier das erste Mal waren, tatsächlich die Maske der Schatten, damit wir hier weiterkommen. Aber warum ist da oben so ein gelber Haken? Brauchen wir den gleich noch? Grummel, Grummel, Grummel. Ich weiß es noch nicht. Okay. Allerdings hält das nicht ewig an, dann mit dem, der Schattenmaske. Sondern nur so Zeit, eine Aktion quasi lang. Gut, dann können wir jetzt hier auf jeden Fall die Abgrund, dieses Stück holen. Nice! Und das nochmal zweite Stück haben wir auch schon. Finden Sie die 5? 3 haben wir schon. 5 übrige. Na, geil. Dann haben wir schon 5 Stücke der Armageddon-Klinge. So. Und dann... Von hier ist ja aber Vulgrim nicht mehr schwer zu erreichen. Zu Vulgrim begeben wir uns jetzt nämlich mal. Jegliche Orientierung irgendwie gerade verloren. Wo ist Vulgrim denn wohl? Ah, müsste in die Richtung. Moment, eben eine Weltkarte gucken. So, nee, gut. Also gut, wir müssen nicht zu der Spinne zurück. Das ist natürlich super. Und hier ist Vulgrim dann, glaube ich, rechts oben. So, genau, hier rechts. Da finden wir Vulgrim. Und bei Vulgrim ist dann auch leider schon für diese Folge der Feierabend erreicht. Genau, da bist du ja, Vulgrim. Hallo, Vulgrim? Hallo, hallo, Vulgrim? Vulgrim? Ah, jetzt. Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Es ist klug von dir, die Hilfe des alten Vulgrim in Anspruch zu nehmen. Ja, natürlich. So, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao!